komme aus dem Untergrund. Ja, aber wieso? Naja. Kein Speerkämpfer lässt einen Schwertkämpfer so nah ran. Ja. Und keine Pfeile aus dem Boden treffen den Typen, auch wenn es ihm gehört. Das wissen ja die Pfeile nicht. Wie viele Dings haben wir? Okay, wir hätten noch ein bisschen was gehabt. Okay. Aber Energie komplett verballert, ne? Dafür. Ey, ich habe endlich diesen scheiß Diamanten, ne? Ich habe sowas von gewusst, dass es den hier geben muss. Schön. Was willst du denn jetzt? Ach so. Dear Robin Hood, the savior of 3000 XP gehabt. Coming back safe and sound. Leider hat dein Beutel nun ein Loch und du fliegst irgendwo. Dann fliegt der PC. All right, Graham, that's plenty. There's nothing to fawn over. Good work has been done. I know, but still, I'll get to return to the castle. And you realize you're to rule over it with your head in the right place? Or it will end up in the wrong one. I know. I understand you the first time, Robin. Let an old man savor the victory, will you? Well, are you ready to return to the castle? I am. Always have been. Could you do something for me? Anything. Bury the dungeons dug by Locke. That place should never see the light of day. Ich glaube, für den Diamanten braucht man noch was anderes, ne? Do that. Good. We'll meet again. So long. The sheriff's patience is running dry, and growing wrath poisons his mind in its stead. Hat nicht gemacht. Erobere Sandale. Die Sandale sollen wir auch noch erobern. Das hier war doch das, was war. Nee. Was gar nicht mehr, wo das war, was wir jetzt erobert hatten. Das, ne? Nee. Naja, auf jeden Fall die Sandale. Ach so, das ist für die nächste. Okay, das ist hier dann. Also da haben wir jetzt auch schon Ruf 4,5. Da haben wir immer noch bei 0 den Ruf. Genau. Also das macht hier, glaube ich, keinen Sinn, das zu machen, weil das wird viel zu schwer noch sein. Sinn macht es dann auf jeden Fall hier weiter. Ach, da gibt es auch keine Quest. Hier weiter zu gehen dann, ne? Aber gibt es hier nicht noch eine Quest auf der Map? Sind hier alle weg jetzt? Alle Quests hier? Gab es da keine mehr? Haben wir alle gemacht, ne? Ja, das macht ja Sinn, ne? Wenn wir jetzt den Diamanten haben, haben wir auch bessere Waffen und dann kommen wir hier auch besser klar, ne? Mal schauen, was wir dafür jetzt noch bräuchten, haben müssten, tun dürfen. Der Diamant hat uns halt sehr viel versperrt noch, ne? Um halt andere Sachen noch freizukriegen. An dem hing alles dran. Habe ich den auch, ja. Kupferlackdraht für die Tesla-Panzer. Oh ja, Tesla-Panzer würde ich hier auch nehmen. Okay, Grit brauchten wir. Grit kriege ich im Bergwerk?
Im Peak District. Peak District, okay. Das ist natürlich doof. Aber... Also hier in dieser Region kriegen wir dieses Grid, was wir bräuchten. Aber wenn wir dieses Grid kriegen, dann müssen wir den mit zwei abbauen können. Wenn wir den nicht mit zwei abbauen können, bräuchten wir... Dann bräuchten wir Stufe 3. Und Stufe 3... Ja, macht ja keinen Sinn. Stufe 3 würden wir... Ich hab Schärfe 2 hab ich. Ah ja, hier ist ja Schärfe 3. Ich brauchte aber Eisenbarren. Konnten wir das schon machen, die ganze Zeit? Weiß es nicht. Mach mal Eisenbarren. Das verwundert mich jetzt ein bisschen. Okay, wir... Palladium, Spitzhacke. Schärfe 3 und Schärfe 3. Ja gut, das reicht ja hin hier, ne? Palladium haben wir ja noch gar nicht. Du naschst doch gerne, was ist dein Lieblingsnaschi und magst du 100 Kakao, Schokolade, Elternschoko? Nee, die mag, das mag ich gar nicht. Nein, nee, nee. Also was ich am liebsten esse an Süßigkeiten, Toffifee, Chips, Knoppers esse ich auch sehr gerne. Milka Tender momentan sehr viel, oder was heißt sehr viel, sehr gerne. Wir haben wieder keine Birke, ey. Oh, nee. Ja, schon einiges an Süßigkeiten. Aber Altherrenschokolade mag ich gar nicht. Nee. Achso, das ist jetzt gerade hier alles ein bisschen durcheinander, ne? Was braucht die Birke, ne? Ja. Und die Bounty mag ich generell gar nicht so. Ich liebe Kokos, aber ich mag gar kein Bounty. Es ist schwierig, sich auf eine Sache festzulegen. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Was ist Altherrenschokolade? Zartbitterschokolade. Ja, ja, ich weiß. Und eigentlich müsste ich sowas ja essen wegen Altherren und so. Ja, ja. Lassen wir das. Also ich denke mal, dass Seth das meinen würde. Wegen Altherren nix Fluppe, Pfeife rauchen ab morgen. Hey, ich bin ja kein alter Herr.
Nein, zu weit weg. Nein, zu weit weg. So. Wir holen uns, sagen wir mal, ein paar. Hust, Zwinker. Räusper. Du bist sehr jung. Kappa. Nehmen wir noch mal einen mit, oder wie? Unter 18 ist man jung und ab 18 Bumsalter Sack. Also bin ich ein Bumsalter Sack mit. Ja, okay. Ein Bumsalter Sack. Aneta ist ja quasi auch ein Bumsalter Sack. Sie sind alle Bumsalte Säcke. So, mal das hier reinmachen, was wir können, wollen, dürfen. Schneckensirup. Machen wir damit drin. Den Diamanten natürlich auch mal lieber sichern. Den da rein. Obsidian da rein. Einzigartiges Material da rein. Birke. Buche. Birke. Dann gucken wir mal. Also ich denke, mit 28 bin ich da raus bei Bums alt. Naja, ab 18 Bums alt. Genau, du bist bei 18, also bist du Bums alt. Mike, da kommst du nicht dran vorbei. Habe ich das hier komplett verpennt oder wie? Das ist doch doof, ne? Stufe 2 und dann Schärfe 3. Das ist auch ein bisschen verwirrend. Also können wir die jetzt herstellen? Also habe ich jetzt eine eiserne Spitzhacke. Gut. Und es gibt bessere Stahlaxt. Da brauche ich Fichte für. Also brauche ich nicht erst das Eisenbeil. Ach, das ist ja auch dumm, ne? Ich muss erst Eisenbeil machen, um dann die Stahlaxt zu machen. Weil vorher kriegen wir die Fichte nicht. Aber ist egal, wir haben das erstmal. Das andere Werkzeug machen wir später. Und wir können ja auch ein neues Schwert machen. 62 Schaden. Okay. 62 Schaden. Das robuste Schwert hier macht 50 Schaden. Plus nochmal, denn wenn man es upgradet. Blocken hat der aber nur 80. Ausdauer blockieren 70. Ausdauer blockieren, okay. Durchdringen der Rüstung 26. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier unbedingt besser ist, das robuste Schwert, ne? Da kümmern wir uns dann auch drum. Hauptsache, ich habe erstmal den Bums da. Hauptsache, wir haben erstmal den Bums. Und dann würde ich jetzt einfach mal, das war da für die Übersicht, eine eiserne Spitzhacke. Und das ist ja die Kupferspitzhacke, die würde ich mal verkaufen. Gibt natürlich nicht viel. Aber den. Achso, wir hatten ja zwei davon.
Kupferspitzhacke. Da. Denn es ist die auch schon mal weg. Hatte schon einen Grabstein machen lassen. Da war 19 eingraviert, muss ich jetzt ändern. Was hast du? Bitte, was, Seth? So, zack, zack. Zack. Die 5 nehmen wir nochmal mit. Ich würde erstmal speichern gehen, schnell. Verdammt, ich dachte, ich schaff's noch nicht, alt zu sein. Das ist, ja. Ja. Aber wir haben auch voll viel gefressen da, ne? So, ich habe Stufe 3. Dann würde ich einfach mal gerade ganz kurz nochmal dahin gehen, wo Stufe 3 verfügbar ist, beziehungsweise wo wir es brauchten. Stufe 2, Stufe 2, Stufe 3. Und das ist nämlich ein unbekanntes Erz. Und das gucken wir uns nämlich mal an. Vielleicht ist das ja sogar Glas. Und da müsste ja eigentlich alles soweit frei sein, ne? Da sind direkt zwei. Achso, den zeigt noch mal dann, okay. Wir haben doch da aber schon alle, glaube ich, beseitigt von denen, ne? Aber was, wo ist das? Was ist das Erz? Das ist es nicht. Hier das Erz rum. Bin da reingegangen. Warte mal, bin ich da auch richtig rein? Ja, ne? Aber der zeigt es ja nur an, wo der Eingang ist, ne? Ja, okay. Also muss hier irgendwo das Erz sein. Ich wechsle mal die Spitzhacke. Ich glaube, den zeigt er das ja auch an, ne? Daran erinnern, hier irgendwo Erz gesehen zu haben, was ich nicht abbauen konnte. Weil er mir halt auch nicht angezeigt hat, welches Erz. Das geht nicht. Da ist nichts. Machen wir einfach mal auf. Da ist sogar eine verschlossene Kiste. Mit Scheiße drin. Da bin ich mal gespannt. Das habe ich wirklich...
Das heißt, ich dachte, es wird angezeigt, was es für ein Erz ist. Es ist wirklich einfach unbekanntes Erz. Ein seltenes Erz mit unerforschten Eigenschaften. Es kann zur Herstellung von Barren aus wertvollem Material verwendet werden. Alchemie. Okay, naja gut, haben wir, ne? Aber ich dachte, er zeigt mir jetzt an, was es ist. Das ist ja witzig. Das konnte ja gar nicht riechen hier. Nicht denken, sondern nachdenken. Na, Moment. Uranerz. Oh ja. Moment. Was denkt man, wenn da steht unbekanntes Erz? Dass wenn du es abgebaut hast, das steht, was das für ein Erz ist. Eigentlich. Wir sind hier ja nicht zum Nachdenken, ne?